Sehr verehrte Freunde, willkommen zu einem ganz besonderen Video. Und zwar, erst einmal, habt keine Angst, das hier wird jetzt kein Reaction-Kanal, nur weil jetzt gerade ein paar viele Reactions gekommen sind. Das ist jetzt nur zufällig gewesen, dass das Kindheitsserien-Reaction-Video da kam. Das war nur eine spontane Idee. Das hier hatte ich schon länger geplant. Und zwar ist mir so aufgefallen, da bald das Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart ist, ich werde das Video wahrscheinlich so Samstag, Freitag irgendwie hier hochladen. Und am Sonntag um 15 Uhr ist da Anstoß. Und ich habe gesehen, auf der Website noch so voll viele Tickets erhältlich sind und das fand ich voll schade, weil da so viele, ja, HSV-Größen der letzten 15 Jahre ungefähr dabei sind, so, sage ich mal. Und auch ganz viele andere internationale Stars. Ich meine, wir haben alte HSV-Spieler, wie zum Beispiel ein Timothy Atuba, natürlich Raphael van der Vaart, Piotr Tuchowski ist, glaube ich, auch dabei, Stefan Wächter, Van Beuten, Stefan Beinlich, Ailton. Es ist einfach richtig viel. David Jarolim, Joris Matthijsen, Bastian Reinhardt, Dennis Diekmeyer, Marcel Janssen, die da schon spielen werden. Also es ist wirklich richtig nice, wer da auf HSV-Seite kommt und bei dem Team Rafas Allstars, die halt so etwas mit Holland und Stationen in seiner Karriere zu tun haben. Das sind da so Leute wie Van Persie, Robben, Van Nistelrooy. Also Leute, wenn ihr nichts vorhabt am Sonntag, diesen Sonntag um 15 Uhr, dann geht unbedingt ins Volksparkstadion, guckt euch dieses Legendenspiel an. Und das ist eigentlich so der Hauptzweck mit dieses Videos, dass ich quasi dazu aufrufen wollte, dass ihr das macht, weil ich finde das ein schönes Event und vielleicht kann ich ja damit jetzt noch so ein, zwei Leute dazu bringen, das vielleicht zu machen. Und das, ich werde jetzt hierfür nicht bezahlt, das zu machen oder so, falls es irgendwer denkt, das liegt mir einfach am Herzen so. Aber zur Sicherheit werde ich wahrscheinlich einfach ein W eingeblendet haben, weil das schon irgendwie Werbung machen ist und ich weiß nicht genau, wie streng YouTube da ist, deswegen mache ich das. Ja, das wollte ich gesagt haben und jetzt kommen wir zu dem, was hier passieren wird, was ich die nächsten 3 Stunden machen werde. Ihr werdet das natürlich streng runtergecuttet sehen. Und zwar habe ich noch so DVDs von alten HSV-Saisons und unter anderem von der Saison 2005, 2006. Das ist die Saison, bei der eben Raphael van der Vaart, der quasi der Gastgeber dieses Events ist. Ach ja, übrigens, noch als Totschlagargument, um dahin zu gehen. Ein letztes Mal Hamburg, meine Perle. Wenn das nicht Grund genug ist, allein das, ne? Naja, also, da kam van der Vaart zum HSV 2005, 2006 bei der Saison. Und das ist jetzt quasi auf der DVD, sind alle 34 Spiele in Zusammenfassungen. Und die gebe ich mir jetzt und die coolsten Sachen werde ich so hier reinschalten, diese Reaction. Und ich denke mal, das kann ganz lustig sein. Und ich denke mal, ich muss auch keine Angst haben vor Copyright-Problemen. Ganz einfach, weil das Ding jetzt 15 Jahre alt ist, so fast. 13 Jahre. Ich glaube, da wird keiner das mehr irgendwie striken. Wenn doch, dann doof gelaufen. Aber ich hoffe mal, es passiert nichts. Und deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los mit der Saison 2005, 2006. Und das war die beste HSV-Saison, glaube ich, sogar in diesem Jahrtausend bisher. Da wurden sie nämlich am Ende Tabellendritter und haben sich für die Champions League qualifiziert. Aber wie sie da abgeschnitten haben und reingeguckt haben, ist eine andere Geschichte, die nicht so erfolgreich ist. Wir gehen jetzt hier in die Saison rein. Let's go. Was waren das für Zeiten? Atuba, die Legende, Junge. Ach, sorry, dieses Intro ist einfach Gänsehaut für mich, weil diese DVD an sich ist pure Nostalgie. Denn, oha, Popton war sogar schon da damals. Okay, klar, Popton 98. Ja, aber. Okay, das sind Dinos Geschichte. Aber was ich sagen wollte, in der Saison gab es das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann. Das war ein Heimspiel gegen Schalke oder ein Auswärtsspiel, weiß ich gerade nicht mehr, wo der HSV auf jeden Fall 2-0 gewonnen hat. Und ja, die Saison selbst habe ich als Fan aber so nicht miterlebt, so richtig. So richtig als Fan kam dann erst die nächste Saison so für mich in Frage, wo ich dann so richtig drin war. Die war dann nicht ganz so gut, wurden sie am Ende Siebter, nachdem sie nach 17 Spieltagen, glaube ich, 17. waren. Aber trotzdem, weil ich das so oft als Kind hier geguckt habe, Nostalgie pur für mich. Boah, ist auch interessant, die Nordtribüne so zu sehen von damals. Sein erster Spieltag gegen Nürnberg. Das weiß ich noch. Ah, ja, okay. Kritisch jetzt gerade. Ein bisschen outdated mit der Ehe. Naja. Oha, ist das Stadion leer. Also Leute. Erster Spieltag. HSV gegen Nürnberg. Mpensa, Emil Mpensa, Junge. Oh mein Gott, was ein Tor. Emil Mpensa. Stimmt, den gibt's ja auch noch.
Gab's ja auch noch. Boah, wie viele Flaggen es noch gab, so mit Hamburg-Logo, HSV-Logo und Deutschland-Fahne in einem so. Davon gibt's glaube ich noch eine, die ich regelmäßig auf der Nord sehe, irgendwie so 23A auf der Ecke oder so, oder 24A. Aber die waren damals viel mehr in. Ich höre es gerade, UEFA Cup. Das war damals, glaube ich, die Qualifikation für den UEFA Cup oder so. Ja, aber krass, Poptown ist das tatsächlich. Gibt's jetzt leider auch nicht mehr inzwischen. Daniel on Tour auch. Diese ganzen Banner, die halt noch hängen so. Also Daniel on Tour gibt's halt immer noch. So ein Typ mit mega fetten Banner. Barbares, Junge, der Schlitz, oh, kriegt den nicht mehr ganz. Oh, diese schönen Trikots noch generell so, vom Style bei allen. Ja, klarer Elfer, eindeutig. Oh mein Gott. Was ein, ja, er sagt es, was ein Dusel-Elfmeter war das denn? Durch die Beine. Aua, aua. Ja, moin. Van der Vaart haut ihn um und haut den Ball weg. Ja, so manchmal hatte Van der Vaart so seine Momente, wo er wirklich hart gefoult hat. Durchaus. Er hat, glaube ich, auch recht viele gelbe Karten bekommen immer. Barbares mit dem 3:0. Ist das cool. Ich weiß nicht, gab es da oben schon Chosen-Few zu der Zeit? In 22C? Ich meine, existiert haben die ja schon, aber waren die schon da oben? Muss ich vielleicht mal drauf achten. Oh Junge, Atuba, was ein Ball. Takahara. Ich glaube, Nahiro hieß er glaube ich mit Vornamen. Der ist glaube ich danach zu Frankfurt gegangen. Für eine gewisse Zeit, bin mir aber nicht sicher. So, erster Spieltag 3:0 gewonnen gegen Nürnberg. Thomas Doll hier am Start. Ist übrigens auch einer der Trainer. Am Sonntag im Volkspark. So, Spieltag 2, ich glaube, auswärts in Bielefeld. Boah, Stefan Wächter, Alter. Was für zwei geile Sachen. Paraden hier gerade. Stefan Wächter in Action. Diesen Sonntag im Volkspark, Leute. Was ein Pass. Ich glaube, abseits, oder? Genau. Geil. Es geht natürlich nicht, aber ist es lustig. Boah, Van der Vaart, was war das schon wieder für ein geiler Ball? Ja, Rolim, geil. Zweites Spiel, zweiter Elfmeter rausgeholt. Boah, wie groß der Gästeblock war. Alle da hinten jubeln. Und das war übrigens ein richtig geiler Elfmeter. Oh, Alter, war der lecker. Junge, was ein Freistoß. Perfekt, ey. Na guck mal, da ist doch ein CVH, eine CVH-Jacke gewesen. So Leute, Spieltag 3, HSV gegen Hannover 96. Malavicja. Und wieder nicht voll. Medi Manavikia, der ist ja auch am Start übrigens. Leute, wenn ihr mir Manavikia sehen wollt, ne? Geht in den Volkspark. Am Sonntag, 15 Uhr. Aber wie wenig fahren da auf der Nord am Start sind, der ist ja jetzt ganz anders. Da sieht man ja teilweise in 26 Jahren kommt noch, was man weiter oben steht. Aber was auch gut ist, so sieht die Nord nämlich optisch viel besser aus. Oha! Wie geil, ey! Was? Wolfgang Stark, ey. Vierter Spieltag HSV gegen Mainz. Der HSV-Torwart heißt Wächter und der Mainz heißt einfach Wache. Wie geil ist das bitte? Und beide sind Torhüter. Jawoll, Raphael Vicky. Oh, auch schon wieder mit der Übersicht einfach. Hamburg wird für Mainz noch Spaß und Spielverderber. Wäre schön, wenn es heute noch so wäre. Ja, Wächter, glaube ich, ein bisschen ausgerutscht da. Der Jubel ist ja mal geil.
Boah. Auch schon wieder mit dem Auge auf Van der Vaart dann. Und er umkurvt den Keeper. Wunderschön. Fünfter Spieltag gegen die Eintracht vom Main, Eintracht Frankfurt. Ah, 34 ist er da geworden. Okay, er war erst 33. Erst 33, das ist ja auch schon alt, so im Fußballbusiness. So Stars gehen dann so nach Amerika oder irgendwo nach Asien, um nochmal dick Geld zu bekommen. Ja, schon mal ein bisschen voller da hinten, aber die wahrscheinlich auch Eintracht-Fans. Oh, ganz gewagt. Lexa trifft Jarolim und der ist hier der Flexer, weil er ihn umgeflext hat. Oh man, Jarolim, absolute Legende. Da oben ist die Chosen Few Block vorne. Oh, Junge, was eine Parade von Wächter. Okay, Chosen Few hat da wahrscheinlich noch, hat da irgendwie Mittel ran gechillt, okay. Interessant. Ach, Alex Meyer. Der Typ hat so gut wie... Ja genau, es wird immer erwähnt, dass er ex-HSVer ist und immer trifft er fast gegen den HSV. Das hat mich so aufgeregt über all die Jahre. Als er dann zu Pauli gekommen ist, hatte ich so Angst, aber er hat zum Glück gegen uns nicht getroffen. Van Beuten, Tor, das 1:0. Geil, ey. Wir alle komplett am Ausrasten sind auf der Nord. Das ist auch nice. Das habe ich noch so hart in meinem Kopf. Und da hinten kommt Durica. Und was macht diese Eintracht-Flagge hier auf der Osttribüne, die gerade vor der Kamera war? Alter, schon wieder so eine Bude. Jo. Passt. Und der passt. Ey, was war das auch schon wieder für ein Tor? Und oh Gott, war das Stadion leer. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Hamburg meine Perle konfrontiert wurde, so. Durch... Oha, sogar mit Choreo hier. Felix Magath, Legende, aber durch diese DVD bin ich mit Hamburg meine Perle zum ersten Mal in Berührung gekommen. Und dann habe ich mir den Song halt direkt auf so einer DVD von Lotto King Karl gekauft. Dieser Schatz ist unbezahlbar. Hamburg 1887. Na, Choreo... Ja, nicht so nice, aber so waren die Choreos damals halt. Das ist Atuba, Nationalspieler Kameruns. Prüft gleich mal die Fähigkeit des Ex-Hamburgers Salihamidžić. Okay. Salihamidžić. Alter, ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Kann ich Brazzo sagen? Wird erstmal schön gebaut von Atuba, absolut herrlich. Immer noch Tuchowski, nicht wirklich ernsthaft attackiert von Ballack. Oha. Wie der bei hier durch eine Sonne ist, Van der Vaart. Ich glaube, das ist sogar eins seiner Lieblingstore überhaupt, die er gemacht hat. Ah ja, stimmt, hat davor immer nur auswärts getroffen und hier trifft er zum ersten Mal. Zu Hause. C. Roberto steht da einfach. Und Michael Ballack, der ja bei Bayern war, stimmt ja, der ist ja danach zu Chelsea gegangen, glaube ich. Ja, aber trotzdem, der Ball ist ja fast angekommen. Nice, einfach so aus dem Standbein rausgezaubert. Na, das war aber kein Foul. Haha, die Mel, ey. Der ist aber, glaube ich, am Sonntag nicht dabei. Bastian Schweinsteiger hat ja auch gerade seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Absolute Legende im deutschen Fußball, absolut. Trochowski. Boah! Wahnsinnsding. Von vorne bis hinten. Wahnsinnig geil herausgespielt. Wir konnten einfach Bayern besiegen damals. Verdient. Was waren das nur für Zeiten, ey. So, achter Spieltag. Auf dem Betze. Gegen Kaiserslautern. Mit dem rechten sogar. Super platziert. Die Vorarbeit von Van der Vaart war ja mal wieder erste Sahne und Barbares macht so ein Ding. Alter, was haut ein Van der Vaart da alles raus? 0:3.
Ansage, ey. Und was ist das bitte für ein Saisonstart, ey? Es waren, glaube ich, 6 Siege, oder ne, 7 Siege, ein Unentschieden, glaube ich. Krank. Ja, Wolfsburg war immer ein unangenehmer Gegner. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, finde ich, irgendwie. Gegen Wolfsburg war es noch nie einfach. Die wurden am Ende 15. in der Saison hier. Klimovic, den Namen kenne ich auch noch. Hat er Glück gehabt. Aber ein schöner Schuss davor. Und da ist Hermanns treue Riege, der Fanclub. HSV deutscher Meister, danke Tuba und von der Fahrt. Bisschen zu früh. Mike Hanke. Der ist danach voll lange bei Hannover, glaube ich, gewesen. Alter. Was hat ein Van der Vaart in der Saison alles rausgehauen? Göttlich, was der hier macht. Tja, erste Saisonniederlage gegen Wolfsburg. Die Nord-Teams scheinen uns nicht so richtig zu liegen in der Saison. Gegen Hannover gab es, glaube ich, einen Unentschieden. Und hier eine Niederlage. Die Mel, ey. Schon wieder mittendrin dabei. Einfach dieser Blick, er sieht so wie so ein Hai, der seine Beute sieht, von hinten kommt er dann so. Ja, wie schon angesprochen, Van der Vaart hatte manchmal auch so eine dunkle Seite, sage ich mal. Wo ihm dann mal die Nerven durchgegangen sind. Okay, schade. Das war's dann wohl mit der Auswärtsserie. Boah, Junge, Trochowski schon wieder mit so einem Fernschusstor. Hammergeil. Ah, da ist die Choreo, wo einfach die große Raute ausgerollt wurde, her. Trochowski, der hat jetzt richtig Bock auf diese ganzen Distanzschüsse. Jawohl. Mehdi Maravicja mit dem 1-0. Rost! Stimmt, der war bei Schalke. Und als neuer kam, ist er zum HSV gewechselt. So ist das. Auch eine absolute Legende. Schade, dass er nicht dabei ist. Am Sonntag. Frank Rost, ey. Alter, die Fans sind aber ja schon richtig dick entwickelt, weil ich habe kaum Fahnen gesehen bisher bei den ganzen Spielen. Aber hier im Borussia-Park so richtig gerade. Hohoho. Alter, Glück gehabt. So, HSV gegen Duisburg. Uwe Mörle sagt mir auch noch was, der Name. Da will ich jetzt aber einen Sieg sehen. Gegen die Zebras. Aber zählt nicht, ne? Wie er schon loslaufen wollte. Da ist es. Auch schon wieder so schön platziert. Wie wunderschön er ihn rübergehoben hat. Geil. Diese schnelle Ausführung von Barbares und dann einfach dieser wunderschöne Heber. So, 14. Spieltag. Gegen. Oh! Sascha Kirschbaum. Oh, Kirschstein. Kirschstein, genau, so war das. Der Ersatztorwart. Ich glaube, in der Saison darauf hat er ihn sogar kurzfristig, glaube ich, so aus dem Kasten richtig verdrängt. Kirschstein. Ja, moin. Castro? Etwa Gonzalo Castro? Krass, ey, Barbara ist zu dem Zeitpunkt einfach doppelt so alt wie er. Oh, und Kürstein wunderbar gehalten. Der Sascha. Boah, das war aber ein gestrecktes Bein, würde ich fast sagen, von Trochowski. Letztes Mal hat er das Abseits nur noch getroffen, der Barbares. Und jetzt die Vorarbeit immerhin. Durch den Abpraller, Jarolim. So, 15. Spieltag. Kirschstein wieder am Start gegen. Gegen.
Ah, dann geht's ja schon los. Wer ist es? Köln? Ja, Wessel, das müsste Köln sein. Alexander, oh, der kriegt, glaube ich, in diesem Spiel gleich noch eine Platzwunde, weil er einen Schlagzeugstock abbekommt. Weil er mit dem Tor gemacht wird, dann jubeln die in der Kölner Ecke und dann fliegt das Ding da runter, glaube ich, gleich sogar. Jawohl, dann. Atuba. Geil. Timothy Atuba. So eine Legende, der Mann. Jawohl, da ist das Tor. Und jetzt passiert das, was ich ihm gesagt habe, glaube ich. Da. Und da nur plötzlich fassen sich Jarolim und Alexander Lars an den Kopf. Alexander Lars mit der Nummer 27. Ihr Dreckswichser, ey. Da im Gästeblock die mit Gegenständen werfen. Gehört sich absolut nicht. Alter. Ey. Illegal. Stopp. Wow, schöner Ball. Geiles Tor. Wie viele schöne Tore sind hier eigentlich bei? Herausragende Leistung heute. Bester Mann auf dem Feld. Gegen Hertha. Eckball, peinlich. Ich glaube, Marcelinho hat da noch gespielt bei Hertha. Und der Ball im Tor. Und zwar auf Liga-Gerät. Und das 1-0 direkt. Zwei Berliner haben den Ball ins Tor buxiert. Ja? Pantelic, stimmt, den gibt. Der hatte so lange Haare. Ja, moin, ey. Einfach zwei Berliner den Ball da perfekt ins Tor manövrieren. Geil. Doppeleigentor gefühlt so. Ey, Digga, lass doch weiterlaufen. Wieso entscheidet er so früh? Das hasse ich immer. Warte doch die Aktion ab. Oh, super platziert. Der Keeper hatte die Ecke, aber trotzdem keine Chance. Beste Abwehr der Liga, ey. Sind wir gerade auch in der zweiten Liga? Nein. Bremen. Nordderby, Leute. Das ist doch das alte Weserstadion mit der alten Ostkurve und dem alten Gästeblock. Der ist ja jetzt oben. Vorher war der halt unten. Klose! Stimmt, der war bei Bremen. Was ich immer gefeiert habe bei Bremen, muss ich sagen, ist dieses Tannenbaum-Logo zur Weihnachtszeit. Das war schon eine coole Idee. Ah, nein! Nach dem letzten Spiel direkt der nächste krasse Fehler. Es tut mir gerade voll leid für ihn. Obwohl das Sommer, Winter 2005, das ist 14 Jahre her fast. Und der Held. Geil. Miku. Übrigens, diese Bremen-Trikots feiere ich übel. Genauso auch die Saison danach, wo sie so Vierecke, so ein grünes Viereck hatten und dann der Rest weiß oder so. Das waren coole Bremen-Trikots, muss ich mal sagen. Thomas Schaaf, ey. Okay, ja. War ganz gut, das Tor. Alter. Im Hintergrund ganz gut zu hören, dass Bremer Hurensöhne von den HSV-Fans. Geil. Naldo. Jawohl. Bam, Junge. Ja, komm, mit Leben. Ah, schön Kick da hinten als Sponsor. Also, da hatte Bremen noch nie ein gutes Händchen. Nur eine Niederlage, glaube ich, gegen Wolfsburg dieses Jahr. Wenn ich mich jetzt nicht irre. So, Jungs und Derns. Rückrunde. De Jong und Ayrton sind also in der Transferphase gekommen. Cool. Abseits. Alter, ist ein mega leerer Stadion. Wunderbar. Und Eigentor.
Sauber. Oh, da mit der Meisterschale im Block. Schon dezent träumerisch, sag ich mal. Lars Müller und Sven Müller. Lars Bender und Sven Bender. Einfach. Sind das wieder Zwillinge, die beide Lars und Sven heißen? Wie lustig ist das denn? Oh. Ups. Okay, Kiesling. Fick dich, ne Spaß. 19. Spieltag gegen Arminia Bielefeld, klar. Ist ja Rückrunde. Läuft ja gerade gar nicht mehr in der Rückrunde. 1-0 Bielefeld. Der kann schießen. Oh! Alter! Trochowski haut mal wieder einen raus. Aber sowas von. Wahnsinn. Boah, Mikro. Alter. Ja, Mann. 2-1. Spiel gedreht. Tja, aber den Vertrag gab es nicht, glaube ich. Danach ist er zu Leverkusen gegangen nach der Saison. So, 20. Spieltag. In Hannover. Wie man jetzt am Stadion, wie ich vom Stadion sagen würde, jep, Hannover eindeutig. Atuba, wunderbar gemacht. Ganz artistisch wieder. Oh. Da steht es endlich für Hannover. Nordderby. Warum immer Nordderby? Aua. Das riecht hier nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel der Rückrunde. Das gefällt mir nicht. Ah, die haben dieselbe Tunde, die sie jetzt auch wieder haben, die auch Alter 93 hat. Wie man gerade hören kann, die hatten da zwischendurch Vivala wieder. Die 96er. Barbares, Alter, das Monster. Und Enkel da übrigens im Tor, glaube ich. So, gegen Mainz, 21. Spieltag. Manavikia kommt durch. Jawohl. Jetzt, wo es auswärts nicht mehr läuft, läuft zu Hause immerhin. Einfach mal drei Punkte einfahren. Mehr nicht. Ach, das war sogar schon. Der Atuba-Tanz. Legende. In Frankfurt jetzt hier. 22. Spieltag. Oh, auch schon wieder so toll. Trochowski ist hier irgendwie echt... Der Typ, der die geilen Tore erzielt. Oh. Alex Meyer. Alex Meyer. Immer Alex Meyer. Zum Glück passiert das nicht mehr. Ach, Van Beuten noch. Oh, nice. Jawohl. Van Beuten, ey. Der Riese und Trochowski, der Zwerg daneben. So, 23. Spieltag zu Hause gegen Stuttgart. Ey. Boah, Trochowski echt bärenstark, ey. Was der da spielt und Poptown gar nicht da. Verdammt. Atuba läuft. Alter. Oh nö, nicht sowas.
Ja, Van Nafert verkackt es. Ach, stimmt ja. Er dachte, dass Wächter am Tor ist. Und dann kommt Gomez und macht schon wieder ein Tor, ey. So ein Blackout. Oh yes, HSV auswärts in München. Damals hieß das noch nicht Schlachtfest für die Bayern. Oh, damals war die Nord in München noch kein Stehplatzbereich. Es wurde erstaunlich gut Fußball gespielt. Da spielt Bayern gegen den HSV, der damals gut war. Was erwarten die denn? Schickeria da schon am Start. Sieht so aus wegen der Zaunpfanne da. Was ein Tor von Demel. Es sollte wahrscheinlich eine Flanke sein. Und Olli, was hat ein Kahn da gemacht? Kahn hat auch mit einer Flanke gerechnet, glaube ich. Ja, genau. Geil. Und das Tor für Bayern. Nee, mit Scholl. 1-1. 83. Minute. Aber das war's noch nicht, liebe Freunde. Sieg gerade im Pokal hat der HSV auch schon in München gespielt. Die Saison war da 1-0 verloren nach Verlängerung. Denkste, da steht Wächter. Das kann ich irgendwie noch. Damals auch gespielt, gesehen das Spiel. Und jetzt. Jawohl, ey. Der HSV gewinnt in München. Ob ich so etwas nochmal erleben kann, ob wir so etwas nochmal erleben können, viel besser gesagt. Ich meine, so 6-7 Jahre später hieß es da auf einmal 9-2. Kirschstein hat jetzt wohl Wächter hier verdrängt. Zu Hause gegen Dortmund. Und im UEFA Cup sind da gegen Rapid Bukarest ausgeschieden, ungefähr zu der Zeit. Ach, das ist Kaiserslautern, nicht Dortmund. Oh. Gelbe Auswärtsrekurs, okay. Boah, was eine Flanke. Jawohl, 1-0. Die Führung für den HSV. Erster Auftritt. Pass auf Jarolin, der fällt. Und Schiedsrichter fuckt auf ihn herein. Er entscheidet auf Strafstoß. Eine Fehlentscheidung. Eiskalt. Jarolin, ey. So, Elfmeter. Van Nafert. 3-0. Der Sound ist weg. So. Da ist Sound wieder da. Und eine Kurier im Gästeblock. Und war hier irgendwie die Kamera auf der anderen Seite? Weil jetzt bei Wolfsburg, wenn man spielt in Wolfsburg, guckt ja immer links der Heimblock und rechts der Gästeblock. Hier ist es andersrum. Ha! Sapai! Hans Sapai, Leute! Der Grund, weshalb ich Marc Sapai heiße. Hier ist er. Das erste Mal in meinem Video ist so richtig. Geil. Oh, schon wieder ein Traumpass von Barbares. Super. Einfach super. Erste Sahne. Also Sieg gegen Wolfsburg, entspannt würde ich sagen. So, man wäre eine Choreo hier am Start mit Doppelhaltern, einem Spruch da oben. Sah finde ich auch noch so semi-krass aus, die muss man sehr später krass auch gegen Dortmund. Oh, DD, das ist hier durch. Ah, 1-0 für Dortmund. Jawohl. Laut, steigt perfekt richtig. Barbares. Und Ailton. Da ist es doch. Ich will es euch nochmal sagen, aber wenn ihr das sehen wollt, so ein geiles Tor mal wieder, geht Sonntag in den Volkspark. Da seht ihr es dann.
mitten im Jubel noch vom Tor vom HSV, wo der Stadionsprecher gerade noch das Tor von Ailton ansagt. Bitter. Junge, krankes Tor. Şahin, lol. Da war einfach Nuri Şahin am Start schon. Ach scheiße, Kürstein war vorne, ja. So eine Scheiße, Thomas Rosicki. So, liebe Freunde, hier sehen wir das erste Fußballspiel vom HSV, an das ich mich jemals erinnern kann. Ein 2:0-Sieg gegen Schalke in weißen Trikots. Jogi Löw daneben. Der sah ganz komisch aus. Kevin Kurani! Stimmt, der war bei Schalke damals. Ja, Tätigkeit rot. Ciao. Jawohl, drin. Da kann Rost nur hinterher gucken. Eigentor. Irgendwie. Nee, da war keiner mehr dran. So richtig? Alter Falter. Ailton, Tor. Sauber. Wie er ihn einfach den Ball klaut. Geil. So, 29. Spieltag HSV gegen die Fohlen aus Gladbach. Oliver Nebel hier wieder am Start. Oh. Das ist schon wieder ein langweiliges 0-0. Oh, kranker Pass. Oh, schade. Sauber. Oh, ich dachte gerade, das wäre zu krass gewesen, das Tor. Schade. Takahara, jawohl. Darf auch nochmal treffen. So, 30. Spieltag, Hamburg in Duisburg zu Gast. Wie ist das gerade passiert? Eigentor, ne? Uwe Mörle, der hat noch im Hinspiel von Lafarte richtig umgeholzt. Karma. Ja, wunderschön. Demel, ey, geil. Entspannt. Oh, das war ganz nett, diese große Block vorne da. Wie kaputt der Rasen ist, Alter. Das wird das heute durchgehen? Oh, Ailton wieder mit dem Pfosten, ey. Aber sagt dann, dass damals immer die Footballmannschaft von Hamburg da gespielt hat, weiß ich noch. Waren das die Blue Devils oder hießen die anders? Ich glaube, Blue Devils gibt es heute noch, aber es war eine andere Mannschaft. Und deswegen war es immer so am Arsch, das Feld. Ja, es war wunderschön gemacht, kannst du nichts sagen. Oh, mit dem Außenriss, wunderbar, Barbares. Oh, Butt, ey. Junge, so ein FIFA-Spiel. Die ganze Zeit am Drücken, aber dann kassiert man durch zwei Torschüsse zwei Tore. So, 32. Spieltag in Köln. Danke für den Spoiler. Ich glaube, Köln ist sogar abgestiegen in der Saison. Ja, moin. Trochowski, ey. Der Fernschussgott. Mit Van der Vaart in der Saison.
der in der Zecke. Dass der nicht bei Pauli spielt, ey. Wunderschön. Abgelegt. Oh, schade. Nein. Wie denn? Kovac? Nico Kovac, was? Als ob, der hat doch noch 6 Jahre vorher beim HSV gespielt, im Spiel gegen Juventus. Lol, krass. Treibt seine Mannschaft nach vorn, Gilberto, und dann 4-2, ey. So eine Scheiße. Er ist jetzt als Motivator. Tja, da waren die Bayern unter Null bei, der HSV war noch Zweiter und Bremen hatte einen Punkt weniger als der HSV, glaube ich. Und jetzt der letzte Spieltag gegen Bremen. Oh, nice Choreo. Wie gesagt, der HSV hatte einen Punkt mehr, aber am Ende wurde der HSV nur Dritter. Das heißt, Bremen hat an diesem letzten Spieltag in Hamburg gewonnen und den HSV noch überholt. Geiler Ball. Das gibt's nicht, Alter. Was sind das für Chancen? Oh, Wiese, ey. Tim Wiese, ein Spieler, den ich liebe, dafür, dass ich ihn so hasse. Tor. Ach krass, da hast du auch den Ausgleich gemacht mit Barbares, auch noch ausgerechnet Barbares. Geil. Wie gesagt, also Tim Wiese ist wirklich ein Spieler, ich liebe ihn dafür, dass ich ihn so sehr hassen konnte. Das war ein Charakter, der dieses Spiel immer besonders gemacht hat, gegen Bremen. Oh, Ailton. Das ist doch nicht wahr. Ailton, es sind so viele Chancen, das ist ja der Hammer. Oh, Wiese, Mann. Reg mich nicht auf. Das ist nicht wahr, ey. Ich wusste ja, dass Bremen das Spiel noch gewinnt. Klose, dir bin ich nicht böse. Aber was ein Spiel, ey. Der HSV so viel besser. Und Bremen mit so einem Glücksscheiß, ey. Naja. Am Ende, ob zweiter oder dritter, ist ja auch egal gewesen. Champions League ist ja für beide. Und da hat der HSV richtig reingeschissen in der nächsten Saison. Weil sie auch in der Hinrunde 2006, 2007 die Saison richtig reingeschissen hatten. 17. waren. Aber dann kam Huub Stevens für Thomas Doll. Und hat sie noch auf Platz 7 geführt. Und das hat für die Qualifikation für den UEFA Cup noch gereicht, irgendwie. Ah, dritter war ja damals noch nicht sicher. Der dritte war noch nicht richtig qualifiziert für die Champions League, sondern es gab ja noch, musste da noch in die Quali. Das war ja damals noch so, weil Italien vor uns war. In der 4-Jahres-Wertung, 5-Jahres-Wertung. Was soll man sagen? Das war's mit der Saison. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zeitreise hier gefallen. Mir ist auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, wir werden so eine geile Saison irgendwann mal wieder irgendwie sehen. Wenn wir aufsteigen sollten mal. Und ja, das war's mit diesem Video. Geht, wie gesagt, gerne zum Fanafahrtspiel. Ich bin da im Block 27er, 26er. Ich habe eine Karte für 27er, aber wahrscheinlich werde ich mich 26er stellen. Und vielleicht sieht man sich da, schnackt ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr nicht da seid, sehen wir uns halt irgendwie beim nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao.